Die deutsche und die niederländische Polizei bitten um Mithilfe bei der Suche nach einem 9-jährigen Jungen. Gino van der Straten wurde zuletzt Mittwochabend zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr auf einem Spielplatz in Kerkrade gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine rote Jacke mit schwarzen Ärmeln, eine graue Jogginghose und eine rote Baseballkappe. Er hatte einen schwarzen Roller dabei. Gino ist 1,30 Meter groß, hat blonde Haare und blaue Augen.